Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und bei mir ist heute wieder etwas angekommen. Und zwar einmal dieser riesige Stoffbeutel hier. Glow by DM, es ist die Summer Shards Edition. Die packen wir aus, eine Verlosung wird es auch geben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe ja sehr, dass wir irgendwann wieder ganz regulär zur GlowCon gehen können. Ich war einmal dort und das war in Berlin gewesen. Mir hatte der Tag richtig viel Spaß gemacht. Meine Mama war mit dabei und es war einfach nur ein ganz toller Tag, wo man viele Produkte auch nochmal neu entdecken konnte, kennenlernen konnte. Und ich vermisse das. Ich möchte da gerne mal wieder hin. Jetzt hat die GlowCon wieder eine Goodiebag online zur Verfügung gestellt zum Erwerb. Das hatte ich euch auch auf meiner Instagram-Seite geteilt und die habe ich einmal gekauft. Ich habe sie jetzt einmal hier, sie ist mega schwer. Ich habe dafür 29,95 Euro bezahlt plus 4,99 Euro Versand und der Gesamtwarenwert soll ungefähr 180 Euro betragen. Ich finde, das ist eine extreme Summe. Wir gucken uns jetzt einmal die einzelnen Produkte an und am Ende des Videos werde ich mich dann entscheiden, welche davon ich euch in die Verlosung packe und dann erzähle ich euch auch nochmal etwas zur Verlosung. Ich denke, wir starten jetzt aber erstmal mit dem Auspacken und dazu schauen wir uns zunächst einmal nochmal das Beutelchen hier an. Es ist im Prinzip so ein Jute-Stoffbeutel in Rucksackform. Also man hat hier hinten so zwei Kordeln dran, das heißt, man könnte sich den ganz normal auf dem Rücken schneiden. Hier vorne steht drauf Glow by DM, 100% Glowcom, Care Instructions und dann sind da noch so ein paar Hinweise drin, Made for Nürnberg und ja, da geht es halt um diese Nürnberger Glowcom. Ich bin gespannt, was sie hier reingepackt haben, ob es sehr in die Sommerrichtung geht. Wir werden es einfach überraschen lassen, denke ich. Und ich habe jetzt hier mal oben aufgemacht und zeige euch mal einen ersten Blick hinein und die ist wirklich prall gefüllt bis oben hin. Ich denke, das Video wird etwas länger dauern. Mal gucken. Und das erste, was ich jetzt hier rausgreife, ist einmal diese Zahnbürste hier. Eine Bambuszahnbürste von Outdoor Freaks. Outdoor Freaks mit Z geschrieben am Ende. Nachhaltige Zahnpflege, umweltfreundliches Bambusholz, nachhaltige Herstellung, Borsten mit Bambus, Aktivkohle für natürliche Aufhellung. Das ist vegan auch, nachhaltig, das steht nochmal auch mit unten drauf. Ich habe schon solche Bambuszahnbürsten auch in Verwendung. Ich komme damit sehr gut zurecht. Allerdings muss ich sie mir immer erst ein paar Sekunden unter dem Wasserhahn halten, damit dieses Holzgefühl nicht so extrem ist im Mund. Aber ein sehr schönes Produkt. Hier weiß ich noch nicht, ob ich es für mich behalten werde. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei da. Oder ob ich euch das in die Verlosung packe. Das lege ich jetzt erstmal auf den Vielleichthaufen. Ich greife jetzt hier einfach mal blind rein. Ich habe den Sack hier so vor mir liegen, dass ich nicht wirklich sehe, was ich greife. Und das nächste ist einmal dieses hier, ein Produkt von shapeworld.com. Und das ist so ein Mixer, wo man sich so Smoothies zum Beispiel zurecht machen kann. Da ist auch noch ein Sieb oben mit drin. Hier ist auch noch eine Tüte mit drin. Ich glaube, ich mache das mal auf. So einen Shaker habe ich noch nicht. Das heißt eigentlich ganz praktisch. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier rausnehme. Hier ist tatsächlich auch für einen Shake so ein Trockenpulver quasi drin. Shape Babe Salted Caramel. Ich liebe ja so süß-salzige Geschichten. Ob das schmeckt, weiß ich nicht. Ich kenne es nicht. Das ist speziell zum Abnehmen. Ich nehme das jetzt mal nicht als Hinweis für meine Figur, aber ich könnte schon ein, zwei Kilo gerne verlieren. Man bereitet das mit 275 Milliliter fettarmer Milch zu und ja, ich werde mir das auch überlegen, ob ich das ausprobiere. Hier ist in jedem Fall noch ein extra Kärtchen mit dabei und da gibt es 20% Rabatt mit dem Code GLOW20 auf ausgesuchte Produkte, gültig bis 31.07. und Mindestbestellwert 49 Euro. Ich werde den hier mal testen und dann schaue ich mir das vielleicht auch nochmal genauer an. Wer weiß, vielleicht. Ich bin eigentlich nicht so der Riesenfan, jetzt so Mahlzeiten irgendwie zu ersetzen. Aber wenn es dann mal so eine einmalige Geschichte ist, vielleicht. Also ich weiß es nicht, ich muss es mir überlegen. Jetzt habe ich hier eine riesige Flasche von Batiste. Ich liebe die Trockenshampoos von Batiste. Und hier haben wir die Sherry
Sherry Shiki Sherry Variante erfrischt das Haar ohne auszutrocknen. Und ich liebe ja Kirschduft. Ich verwende die Trockenshampoos sehr gerne. Je nach Sorte machen sie mal mehr oder weniger auch einen Weichschleier auf die Haare. Aber ich verwende die gerne eben einfach abends vor dem Schlafengehen. Und am nächsten Morgen durch ja, die Reibung auf dem Kopfkissen ist der Weichschleier weg und die Haare sind einfach schön erfrischt. Das finde ich toll, das werde ich verwenden. Dann haben wir als nächstes einmal ein Sachet, dieses hier. Von Garnier Skin Active ist das etwas. Das ist eine Tuchmaske, getränkt in Ampullenserum mit Hyaluronsäure. Und das Ganze soll glättend wirken. Das finde ich cool. Und hier ist Wassermelonenextrakt mit drin. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe alles, was mit Wassermelone ist. Sei es zum Essen, aber eben auch speziell in Kosmetik. Liebe ich sehr, werde ich gerne ausprobieren. Kenne ich noch nicht. Dann haben wir hier von The Beauty Mask Company und das ist eine meiner Lieblingsmarken, was Tuchmasken betrifft, eine Kaktus- und Wasserlilie Bubble-Tuchmaske zur Tiefenreinigung und für einen Superglow. Für jeden Hauttypen ist die geeignet. Finde ich auch cool, werde ich auch gerne ausprobieren. Jetzt schauen wir mal weiter. Hier sind so viele Sachen drin, Leute. Also, als nächstes haben wir jetzt hier von einer Naturkosmetikmarke etwas, nämlich Sukin. Ein Hydration Bio Marine Facial Serum. Cool. Die haben hier ein Serum mit reingepackt. Es ist parabenfrei, enthält Hyaluronsäure, Algen und ich weiß nicht, was Mäßkomplex ist. Hier steht sie nochmal irgendwo auf Deutsch. Nee, leider nicht. Ich übersetze euch das und blende es hier ein. Es soll tief Feuchtigkeit spenden und das bereits nach 3 Stunden. 30 Milliliter sind hier drin. Ich glaube, wir schauen uns hier mal die Flasche dazu an. Und die ist so typisch Suken. Die haben alles eigentlich so in bräunlichen Glasflaschen abgefüllt. Und dann ist aber dieses schöne blaue Etikett da drauf. Das sieht sehr frisch und nett aus. Gefällt mir echt gut. Hier steht noch was mit 72 Stunden, also wird diese Feuchtigkeit dann für 72 Stunden anhalten. Ja, steht hier auch nochmal auf Englisch so drauf. Richtig coole Geschichte. Ich weiß noch nicht, ob ich es behalte oder ob ich es weitergebe. Mal schauen, kommt auch erstmal mit auf den Vielleichthaufen. Jetzt haben wir hier, oh, die haben ein Parfüm, ein Eau de Toilette besser gesagt, mit reingepackt von S. Oliver. Feels like Summer Woman. Spannend. Ich kenne dieses Eau de Toilette noch nicht. Hier sind Blüten abgebildet, weiße Blüten. Es wird also blumig, gehe ich mal davon aus, riechen. Ich hoffe ja vielleicht auch mit einem frischen Akzent. Oh, die Flasche sieht sehr hübsch aus. Also wir haben hier einmal den Flakon und der hat hier auf der Rückseite so einen Blütenprint und der scheint halt durch diese Flasche so durch. Das gefällt mir sehr vom Stil. Ich glaube, ich werde hier einfach mal dran schnuppern. Hier ist so ein Schutz, damit man nicht versehentlich irgendwie mal sprüht. Der ist aus Silikon. So auch noch nicht gesehen. Und ich bin mutig. Ich sprühe mir das direkt auf meinen Arm auf. Und dann werden wir mal dran riechen. Ich glaube, das ist so ein richtig schöner Alltagsduft für die Arbeit zum Beispiel. Feminin blumig mit einer leichten Frische drin. Ich werde euch die Duftbeschreibung dazu auch sehr gerne mal einblenden und darüber freue ich mich. Also mit einem Parfüm habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Richtig cool. Also was soll man sagen? Also was wir bis jetzt hatten, waren echt coole Geschichten. Jetzt haben wir hier eine riesige Flasche von Dove. Wahnsinn. Neu steht da noch mit drauf. Body Love. Reparierende Pflege, Serum Body Lotion für beanspruchte Haut. Das heißt, es ist eine Body Lotion, die noch zeitgleich ein Serum mit enthält. Finde ich cool. 72 Stunden Pflege mit Ceramide-Aufbauserum. Das heißt, dieses Serum da drin enthält speziell Ceramide und die pflegen gut die Haut. Ja, wir bei Dove glauben an Body Love, steht hier hinten drauf. Unserem Körper können wir mit der richtigen Pflege jederzeit ein wenig Liebe schenken, unabhängig davon, wie wir uns in unserer Haut fühlen. Unsere reparierende Pflege Serum Body Lotion wurde speziell für sehr trockene und beanspruchte Haut entwickelt und
und schützt bei regelmäßiger Anwendung vor Trockenheit. Die besonders reichhaltige Formel enthält unsere höchste Konzentration des Ceramide-Aufbauserums. Diese einzigartige Kombination aus Inhaltsstoffen hilft deiner Haut, essentielle Ceramide zu bilden, um die Hautbarriere zu stärken und ihre natürliche Feuchtigkeit zu bewahren. Ja, ich bin hier immer in der Zeile verrutscht, weil es recht klein drauf geschrieben ist. Sehr cool. Und was mir auch gerade auffällt, hier ist so ein Vogel, der auf ein Herz zufliegt. Ganz süß gemacht. Das ist ein echt großes Produkt und ich habe viel Körperpflege da. Ich gucke mal, was vielleicht noch weiteres kommt. Vielleicht kommt noch eine weitere Körperpflege. Dann werde ich auf alle Fälle eins dann davon weitergeben. Mal schauen. Jetzt haben wir als nächstes diese Flasche hier. Die sagt mir so gar nichts. Bondi Sands The Australian Tan. Ah, okay. Ein Self-Tanning-Form ist das, also ein Selbstbräunungsschaum. Und solche Produkte verwende ich leider überhaupt nicht. Es ist hier deklariert mit Light Medium, also für helle und mittlere Hauttöne. Es soll eine Salonqualität haben und nach Kokosnuss riechen. Also vom Duft her klingt das ziemlich gut. Ich weiß aber, dass ich das nicht verwenden würde. Ich hoffe sehr, dass, wenn ich das mit in die Verlosung packe, dass es jemanden erwischt, der auch sowas wirklich gerne nutzt. Ansonsten verschenkt es dann weiter oder so. Also das Produkt landet in jedem Fall in der Verlosung. Jetzt nehmen wir hier mal das nächste raus und das ist auch eine echt große Schachtel. Da haben wir hier von Veet Pur Kaltwachsstreifen. Okay, Körper und Beine für sensible Haut und das sind 20 plus 2 Kaltwachsstreifen. Ich verwende so etwas auch weniger, allerdings meinen Mann so für bestimmte Bereiche. Ja, spannend. Jetzt überlege ich gerade, es ist eigentlich ein gutes Produkt, was zu dem Selbstbräunungsmousse passen würde, denn man sollte also ein, zwei Tage vorher, ich glaube mit ein bisschen Abstand natürlich, die Beine auch gut enthaaren, damit eben keine Flecken und sowas entstehen. Ich glaube, das packe ich euch darum auch mit in die Verlosung. Ich sehe gerade, hier unten ist die Verpackung ein bisschen eingerissen, aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Dann gucken wir mal weiter. Jetzt habe ich hier eine kleine Flasche. Die sieht so aus, ziemlich hübsch. You Glow Girl. Da haben wir ein Gradual Glow Tan Mist. Okay, also auch etwas wieder zum Selbstbräunen. Ich kenne das nicht. Von B10 ist das und 100 Milliliter sind hier drin. Glowing Skin is always in. Get Glowing Girl. Sehr süß geschrieben. Ich glaube, das könnte speziell ein Produkt sein, was man dann fürs Gesicht verwendet. Aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Und hier steht etwas auf Deutsch. Glänze, wie du noch nie zuvor geglänzt hast. Bräunen leicht gemacht, dank diesem graduellen Selbstbräuner für Gesicht und Körper. Okay, also für beides sogar geeignet und es macht eben noch Glow. Da ich eine Mischhaut habe und wenn dann dieses Produkt, was selbstbräunend ist, auch nur im Sommer verwenden würde, ist es, glaube ich, auch nicht das Richtige für mich, zumal ich eben auch so Selbstbräunergeschichten nicht verwende. Das bekommt ihr mit in die Verlosung. Jetzt haben wir hier von Seeberger einen Snack. Das finde ich toll. Ich mag die Marke. Ich finde, die Nüsse sind zwar im Vergleichsweise relativ teuer, aber von der Qualität eben auch enorm gut. Hier haben wir einen Snack to go, ein Nusstrio, geröstet und gesalzen. Proteinquelle steht da noch mit drauf. Und ich meine, hier sind Cashews, Erdnüsse und, ja, das kann ich jetzt erkennen. Was ist die dritte Sorte? Mandeln. Mandeln sind da auch noch mit drin. Das finde ich toll, nehme ich mir mit zur Arbeit. Dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, das nächste Produkt, ja, das habe ich bereits. Das bekommt ihr in jedem Fall mit in die Verlosung. Das ist von Alverde Naturkosmetik, ein Rose Tinted Highlighter. Und das ist ein flüssiger Highlighter. Und den verwende ich sehr gerne für die Arbeit. Der hat so einen Applikatorfuß, wie bei einem Lipgloss zum Beispiel. Damit tupfe ich mir das hier so auf die höchsten Punkte. Dann tappe ich das mit dem Finger ein und fertig. Ich mache für die Arbeit hier meistens auch nur eine BB-Cream oder sowas drauf. Das dann da oben drüber. Das sieht ganz schön aus und es ist nicht zu drüber, weil es ein ganz dezenter und schöner Glow ist. Ein tolles Produkt. Und dann gucken wir mal weiter, ob es genauso toll weitergeht. Ach Leute, hier ist echt so viel drin. Ich mache jetzt mal mit etwas weiter, was ich bereits da habe.
und was ich euch darum auch mit in die Verlosung packe. Und ich finde das richtig cool und toll, denn wir haben hier von Garnier Fructis ein Volumen Watermelon Hair Food, eine 3-in-1 Haarmaske ist das. Und hätte ich sie nicht da, würde ich sie in jedem Fall behalten, aber so viel Haarmasken kann ich dann auch nicht aufbrauchen und die riecht unfassbar gut. Ein ganz toller Duft ist das. 97% natürliche Inhaltsstoffe sind hier drin. Ich wollte sie jetzt demnächst auch in mein Badezimmer stellen. Passt irgendwie gerade sehr gut. Also die bekommt ihr auch mit in die Verlosung. Und hier sind immer noch so viele Produkte drin. Also jetzt habe ich hier als nächstes einmal eine mintgrüne Schachtel. Das ist von Catrice Cosmetics, ein Beauty Booster. Ich glaube, das ist so eine Nahrungsergänzung. Keto-friendly, laktosefrei, farbstofffrei, kein Zucker mit enthalten, made in Germany. Steht hier noch mit drauf. Kollagen ist ein wichtiger struktureller Bestandteil der Haut. Mit zunehmendem Alter nimmt die körpereigene Kollagenproduktion ab und die strukturellen Eigenschaften der Haut verändern sich. Die Haut verliert an Festigkeit, Elastizität und Strahlkraft. Ja, hier ist Niacin mit drin, Vitamin A, Vitamin E und man soll einen Stick täglich in 250 Milliliter Wasser auflösen und trinken oder auf die Zunge geben, langsam zergehen lassen und schlucken. Wir schauen uns mal so einen Stick, glaube ich, an. Ja, also die sind in so, ja, es ist wie so Papier, es fühlt sich nicht nach Plastik an. Ich weiß nicht, ob ich das ausprobiere. Ich wusste gar nicht, dass Catrice sowas überhaupt hat. Das ist wahrscheinlich neu. Also ich habe es noch nie gesehen. Das werde ich mir mal überlegen, ob ich euch das in die Verlosung gebe oder ausprobiere. So, als nächstes haben wir jetzt hier einen Riegel. Der ist schwarz-weiß. Proteinbar. Brownie Core. Das ist lecker. Brownie mag ich. Von Barabels. So heißt die Marke, glaube ich. Ja, Barabels. Functional Foods. Ja, so ein Snack finde ich ganz gut. Ist auch immer so in den Goodie-Bags mit drin. Weil wenn man jetzt normal zur Glowcon geht, dann gehen sie eben davon aus, dass man zwischendurch auch eine Stärkung braucht. Ich glaube, das ist so der Hintergedanke dazu. Sehr cool. Und Brownie, lecker. Jetzt gucke ich mal, ich spiege mal kurz so ein bisschen rein und greife jetzt das nächste. Und das werde ich euch definitiv weitergeben, denn ich habe Gelnägel, da kann ich das gar nicht für mich selbst behalten, aber es ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Wir haben hier so eine Nageltipps von Elegant Touch London Velvet Nude und das ist so ein richtig schöner Roséton. 24 Nägel sind hier drin und die klebt man sich eben auf die Naturnägel rauf und hat damit quasi verlängerte Nägel zum Beispiel oder falls man so brüchige, dünne Nägel hat, die nicht wachsen wollen, ist das auch eine ganz schöne Alternative. Ich weiß nicht, ob hier auch ein Kleber mit drin ist. Da werde ich mal schnell spicken. Ja, Nägel inklusive Nagelkleber, das ist natürlich gut. Es gibt nämlich tatsächlich Marken, da muss man sich den extra kaufen. Ich finde die Farbe wirklich richtig toll und ja, das gebe ich euch in jedem Fall mit in die Verlosung. Jetzt schaue ich mal hier weiter. Hier haben wir noch eine große Tube drin, eine große Schachtel meine ich. Und die ist von Lavera Naturkosmetik. Ein Pure Beauty Hautbild verfeinerndes Fluid ist das mit Biominze und natürlicher Salicylsäure. Sie soll mattieren und Hautunreinheiten bekämpfen. Kann ich gut gebrauchen. Gerade jetzt immer noch zu dieser Zeit habe ich gerade im Kinnbereich vermehrt Hautunreinheiten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das verwenden möchte wegen der Minze. Ich bin da ein bisschen empfindlich und gerade so Minzgeschichten, da teste ich mich zwar so langsam ran, aber eigentlich mag ich den Duft und das Gefühl nur an den Füßen und nicht im Gesicht. Ich finde es schön, dass hier nur ein Pumpspender mit dran ist. Das heißt, man kann es super portionieren. Ich finde auch die Produktwahl sehr gut. Ich glaube, sie haben sich dabei auch wirklich was gedacht, weil eben vermehrt alle irgendwie zu kämpfen haben mit Unreinheiten, speziell im Kinnbereich. Also von daher wirklich sehr gut gewählt für diese Goodie Bag. Ich muss es mir mal überlegen, ob ich euch das weitergebe oder behalte.
Jetzt hole ich hier das nächste raus und da haben wir einmal dieses Produkt drin, kenne ich noch gar nicht. For Healthy Feet. Da haben wir eine Fußcreme von Okifis. Wie wird denn die Marke ausgesprochen? Also, ich zeige euch das mal so. Ich packe das jetzt mal noch nicht aus. Ich habe keinen Schimmer, wie man diese Marke ausspricht. Okifis. Es sind zwei F da und zwei E. Keine Ahnung. Also eine Fußcreme ist das für extrem trockene und raue Füße. Der Tiegel sieht ziemlich nett aus, ziemlich hübsch aus. In diesem Blau. Garantierte Linderung für extrem trockene, rissige Füße, schreiben sie hier noch. Unparfümiert, nicht fettend und hypoallergen. Werde ich mir überlegen. Ich weiß noch nicht, ob ich die ausprobiere oder weitergebe. Ich zeige euch am Ende nochmal das, was ihr gewinnen könnt. Jetzt haben wir hier von 4711 etwas und zwar ein Remix Cologne. Refreshing Tissues sind das, also Erfrischungstücher. Neu steht hier noch mit drauf und es sind hier drei verschiedene Sorten drin. Das ist ja nicht schlecht. Und ich glaube, jetzt für den Sommer auch wirklich gut geeignet. Da ist Orange mit dabei, Zitrone und Neroli. Sehr coole Geschichte. Wir machen hier die Packung mal kurz auf. Und ich hole jetzt hier, ich zeige euch mal, so sieht es hier drin aus. Und dann haben wir hier so eine einzelnen Sachets und da sind dann entsprechend die Erfrischungstücher drin. Sowas kann man ja zum Beispiel auch verwenden, wenn man unterwegs ist. Irgendwo Outdoor essen geht, also zum Beispiel im Tierpark oder so, muss ich jetzt dran denken, zufällig, warum auch immer. Da sind ja dann oftmals diese Imbissstände, wo man sich dann draußen hinsetzt und meinetwegen eine Portion Pommes isst. Ich glaube, das ist dann wirklich gut praktisch dafür, wenn man das dann dabei hat oder so. Hier ist sogar eine Bahn. Also ja, haben sie zum Beispiel Restaurant auch mit abgebildet. Oder wenn man mit der Bahn fährt, dass man das einfach dabei hat, wenn man unterwegs ist und sich so erfrischen kann, die Hände vielleicht auch ein bisschen sauber machen kann. Coole Geschichte. Und ich finde auch die Duftvarianten richtig toll. Also so für unterwegs finde ich das gut. Jetzt haben wir nicht mehr allzu viel drin. Ich sehe jetzt hier in jedem Fall zwei Nagellacke und die nehme ich jetzt mal raus. Da haben wir diese beiden hier und das eine ist von Essie, ein richtig schöner Orangeton, die 732 und der heißt Don't Be Spotted. Das passt. Und der hat so einen schönen metallischen Effekt, der sieht richtig toll aus und den kann ich mir auch super auf Fußnägeln vorstellen. Der zweite ist ein kleines bisschen kleiner von Alessandro, ein Nailpolish und das ist in einem richtig schönen Roseton. Ich glaube, da wird sehr vielen gefallen. Ich glaube, hier bei dem Orange, das könnte eine Geschmackssache sein, ob der gut ankommt oder nicht. Aber hier bei diesem Roseton, ich glaube, der wird auf eine große Begeisterung stoßen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Der hat die Farbbezeichnung, das verrate ich euch natürlich auch noch. Aloha Hawaii, Hula Love Schimmer. Ach ja, da kommt Urlaubsfeeling auf. Ich denke, ich werde euch den in die Verlosung packen. Den werde ich behalten. Und den werde ich mal auf meinen Fußnägeln auftragen, den Orangen. Jetzt haben wir hier noch etwas aus dem dekorativen Bereich. Und zwar von Essence einen Lipgloss. Extreme Shine, also extremer Glanz. Und der soll auch noch Volumen geben. Den werde ich euch auch mit in die Verlosung packen. Da ich solche volumengebende Glosse-Produkte auch nicht verwende. Ich bin einfach mit meiner Lippenform und Lippengröße zufrieden und möchte das nicht noch mehr pushen, um es mal so zu formulieren. Jetzt haben wir hier noch eine Pipettenflasche und die ist von Catrice. Da haben wir einen Sensitive Moisturizing Serum Milk mit 2% Prä- und Probiotikkomplex und das ist parfümfrei. Und die liebe Nathalie Nord Beauty hatte mal ein Video gemacht, wo sie das getestet hatte, meine ich. Sei ganz lieb gegrüßt und sie ist, wenn ich es jetzt nicht verwechsel, von dieser Reihe total begeistert. Und ich finde es auch toll, dass sie hier etwas für sensible Häute reingemacht haben. Ich schaue mal, was das hier noch genau können soll. Also es ist ein Gesichtsserum für sensitive Haut mit veganer Reismilch und einem Komplex basierend auf Prä- und Probiotika zur Unterstützung des Hautmikrobioms und Stärkung der Hautbarriere.
Verträglichkeit ist natürlich bestätigt, es ist parfümfrei, man kann es morgens und abends verwenden und 2 bis 3 Tropfen soll man sanft in die Haut einmassieren. Ich finde, es klingt echt gut. Jetzt haben wir 2 Serien, ne? Ich werde mir mal überlegen, welches von beiden ich euch mit in die Verlosung gebe. Jetzt haben wir hier noch ein Produkt von Alverde und das ist ein Lippenpeeling, Juicy Orange. Ich habe von Alverde auch schon ein paar Lippenpeelings und die finde ich echt gut. Die haben, ich mache es jetzt nicht auf, weil es gebe ich euch weiter. Ich habe einiges an Peelings da für die Lippen. Die Konsistenz ist ganz gut und sie machen wirklich schöne glatte Lippen. Mache ich zum Beispiel sehr gerne abends auch, wenn ich so matte Lippenstifte dann auch doch auch mal trage, dort habe ich auch einen drauf. Tolles Produkt, finde ich wirklich gut. Jetzt haben wir nur noch 4 Produkte und dann ist schon alles ausgepackt. Wahnsinn. Ich habe jetzt als nächstes dieses hier. Da haben wir von Garnier Skin Active ein Hautklar Pur Active feste Reinigung mit Kohle mit 96% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Und dann sind da Körperbereiche abgebildet wie Gesicht, Rücken und Hals. Also es soll speziell dafür geeignet sein. Es enthält Salicylsäure und Kohle sowie Peelingartikel mineralischen Ursprungs. Und das ist speziell geeignet für Haut, die zu Unreinheiten neigt. Also auch irgendwie sehr gut gewählt. Plastikfreie Verpackung, wissenschaftlich getestet, mildert Unreinheiten auf Gesicht und Körper. Finde ich ziemlich gut und ja, passend irgendwie. Jetzt haben wir hier noch etwas, was ich in dieser Art tatsächlich noch nie verwendet habe, denn ich bevorzuge Zahnseide. Hier haben wir jetzt Interdentalbürsten, ISO 2 mittelfein, plus eine Kappe aus überwiegend biobasiertem Kunststoff, Borsten aus Biokunststoff und das Ganze ist vegan und zu 100% aus Birkenholz. Sehr interessant, damit kann man die Zahnzwischenräume reinigen. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Ansonsten habe ich ja noch mehr Familienmitglieder, die das testen können. Jetzt haben wir hier noch etwas zur Lippenpflege und das ist mit Hanf. Es ist neu von Bio-Vegan Skin Food, Bio-Hanf-Lippenpflege und enthält 4,8 Gramm und das Packaging ist sehr passend zum Thema Hanf. Hanf hat viele gute Eigenschaften. Ich habe da auch nochmal vor, ein separates Video zu machen. Ich weiß aber noch nicht genau wann, ob jetzt nächsten Monat oder übernächsten Monat. Da muss ich mal schauen. Ich werde das erstmal behalten. Und jetzt haben wir noch das allerletzte Produkt und das ist noch etwas aus dem dekorativen Bereich. Da haben wir eine richtig schöne große Lidschattenpalette mit an Bord. Die ist von Manhattan. Es ist die Amazing Smoke Edition, eine Eye Contouring Palette und die hat sehr viele kühle Töne von ganz hell bis ganz dunkel, also bis schwarz, um es genau zu sagen. Hier sind, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 Schimmertöne, wobei der sechste scheint ein matter zu sein mit Glitzerpartikeln und der Rest ist matt und wirklich von ja fast weiß. Es ist aber nicht so ein rein weiß, sondern mit so einem Graustich mit drin. Über so Rosetöne, Silbergrau, Grüngrau, Dunkelgrau. Da ist auch noch so ein Taubton mit dabei, dieser hier. Also wirklich sehr schön. Ich glaube, man kann damit schön dezent auch was für den Alltag schminken und dann, wenn man nach Hause kommt und noch weggehen will, das dann nochmal aufpimpen mit den dunkleren Tönen zum Beispiel. Ja, coole Geschichte. Die packe ich euch aber auch mit in jedem Fall in die Verlosung. Und jetzt habe ich hier noch ein paar Vielleicht-Produkte, die da dazu wandern werden. Die werde ich jetzt nochmal durchschauen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich habe mich entschieden und bevor wir zur Verlosung kommen, nochmal ein kurzes Fazit zu dieser Goodie Bag. Ich finde, es sind sehr gut ausgewählte Produkte zum Thema Sommer und Glowcon. Es sind tolle, viele verschiedene Marken dabei. Es wurde von Kopf bis Fuß an alles gedacht. Ich finde, es ist vielleicht, ja, es waren 2 Selbstbräunungsprodukte dabei. Eins hätte es vielleicht auch getan, aber vielleicht ist das auch nur so mein Empfinden, weil ich so etwas grundsätzlich nicht nutze. Das weiß ich nicht. Ich habe 3 Top-Highlight-Produkte in jedem Fall. Die zeige ich euch jetzt nochmal. Das ist einmal von Zukin, das Serum, dann das Parfüm oder das Eau de Toilette, besser gesagt, von S. Oliver. Finde ich mega klasse. Oder aber auch zum Beispiel dieser Nagellack hier von Essie. Also das sind meine Top 3 Produkte. Ich fand aber auch alle anderen Sachen toll. Also zum Beispiel dieses Serum hier von Catrice. Das soll eben auch richtig gut sein. Auch die Haarmaske
Mega cool, genau meins. Ich habe jetzt hier eine Kiste vor mir stehen und da habe ich alles reingemacht, was ich euch weitergeben möchte. Und da ist unter anderem auch der Stoffbeutel mit dabei. Da werde ich euch alles reinpacken und dann verschicken. Und das ist alles, was ihr gewinnen könnt. Es ist ein Großteil aus dieser Goodie-Bag. Das war mir aber auch von vornherein klar, weil ich einfach auch ein großes Backup habe und ich denke mir, so konnte ich euch einmal den Inhalt zeigen und dann gebe ich euch einfach auch etwas davon weiter. Hier ist jetzt mit drin gelandet die Dove Body Lotion von Catrice, diese Kollagensticks. Dann haben wir hier von Lavera die Gesichtspflege von 4711, diese Erfrischungstücher. Die Selbstbräunungsgeschichten sind mit drin, die Fußcreme, die Wachsstreifen, der Highlighter, der flüssige, dann der kleine Nagellack, die Haarmaske, das Lippenpeeling, der volumengebende Lipgloss, die Lidschattenpalette, dieses feste Stück Seife ist hier mit dabei, diese Nageltipps sind hier auch mit drin und ich glaube, ich habe nichts vergessen. Also das ist jetzt alles das, was einer von euch gewinnen kann. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Glow, damit weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet. Ich wünsche euch ganz viel Glück, bedanke mich herzlich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.